Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pantoffelkino. Heute mit Christian und Henrike und Mario. Und Wunschfilm. Und Wunschfilm. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Ja. Wir fangen direkt mit dem ersten Film an, der garantiert ganz, das geht smooth hier über die Bühne. Garantiert keine Kontroversen bei diesem Film. Nein. Weil es ist ja eigentlich nur, da sind wir uns ja einig, ein ganz harmloser Kinderfilm. Richtig. 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 Pumuckl und der blaue Klabauter. Ja, ich habe auf Massengeschmack noch nichts mit Pumuckl irgendwie Relevantes gesehen. Also ich lasse mich einfach überraschen und wir schauen erstmal rein und dann sprechen wir drüber. Tja, da ist er wieder, der kleine rothaarige Scheißer. Ich habe letztes Mal ja schon mir richtig viele Freunde auf YouTube und im Forum gemacht. Hallo Butters, Frank Butters von South Park. Ja. Pumuckl, der Film kam bei mir nicht gut weg, wobei da ein bisschen überhört wurde, dass ich gesagt habe, als Kind fand ich Pumuckl toll. Als 48-Jähriger kann ich damit nichts mehr anfangen. Und ja, 1994 kam der zweite Pumuckl-Kinofilm. Jetzt ein richtiger Kinofilm, das muss man dazu lobend sagen. Dieses Mal sind es keine später ausgestrahlten Fernsehfolgen, die zusammengeschnitten wurden. Wir haben hier wirklich einen Film, der als Film konzipiert ist. Und der 1991 gedreht wurde und erst 1994 veröffentlicht wurde. Ja, woran mag das gelegen haben? Ich sage, es lag an der Qualität. Denn Pumuckl und der blaue Klabauter, der auf einer Geschichte basiert bei Pumuckl, wie ich nachgelesen habe, bei der Meister Eder mit dem Pumuckl eine Donaukreuzfahrt macht, die er gewonnen hat und dann auf den blauen Klabauter trifft, der sehr nett ist. Ja, das Konzept hat man nicht beibehalten. Das lag unter anderem auch daran, weil Gustl Beyerhammer, der den Meister Eder gespielt hat, relativ kurz vor Produktionsbeginn einen Herzinfarkt hatte und gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen war und deswegen eigentlich nicht mehr hätte mitspielen können. Nur noch in wenigen Szenen. Deswegen musste man das ganze Konzept komplett ändern. Und so gibt es jetzt den blauen Klabauter, gesprochen von Wolfgang Völz, der im Grunde genommen eine tolle Arbeit macht. Ja. Und so ein bisschen klingt wie, ja, wie der böse Captain Blaubeer, so ein bisschen in diesem Ton. Also ich liebe Wolfgang Völz liebe ich auch als Sprecher, der allerdings ziemlich sich rar macht in dem Film. Die Geschichte ist, der blaue Klabauter möchte, er ist auf dem Donauschiff unterwegs, weil er seekrank wird auf hoher See. Man könnte auch sagen, weil das Budget auf hoher See vielleicht ein bisschen höher gewesen wäre. Also nimmt man einen Donaudampfer und er möchte den Pumuckl bei sich haben. Und der Pumuckl, den möchte er umbringen, wie nett von ihm, weil er dann als Geist nicht mehr mit den Lebenden Kontakt nehmen konnte. Das heißt, er will ihn ins Wasser springen lassen, wo er dann ersäuft, weil Pumuckl kann nicht schwimmen. Soweit die Grundgeschichte. Also schickt er eine Möwe zu Pumuckl, um ihn anzulocken. Das wird holterdiepolter erzählt. Also wir haben ganz kurz den blauen Klabauter, dann schneiden wir zu Meister Eder in die Werkstatt, wo wir uns dann wundern, wie klingt denn Meister Eder? Ja, das ist das Problem. Der Film wurde mit schlechtem Ton gedreht, also so gedreht, dass man scheinbar keinen Ton geangelt hat, keine Ahnung. Man hatte Störgeräusche, man musste den ganzen Film neu synchronisieren. Also man hat quasi eine komplett neue Tonspur. Das, finde ich, hört man an allen Ecken und Enden. Alsterfilmton wahrscheinlich. Ja, nee, so schlimm ist es dann auch nicht. Nein, es ist tatsächlich so. Ich glaube, das wäre einfach nur bayerisch. Es ist eben so, dass die Schauspieler sich hinterher einsprechen mussten. Da allerdings der Film erst 1994, also 3 Jahre nach dem Dreh rauskam und Gustl Beyerhammer 1993 verstorben ist, konnte er sich nicht mehr einsprechen. Deswegen hat Wolf Euber ihn eingesprochen. Der hat nicht viel Synchronarbeiten gemacht. Insgesamt 2 habe ich nachgelesen, hat er in seiner ganzen Karriere gemacht. Der klingt auch so ein bisschen wie Gustl Beyerhammer. Soweit okay. Ich finde aber, dass man ein vernünftiges Synchronstudio hätte nehmen sollen, weil auch wenn alle ordentlich sprechen, klingt das tontechnisch immer so ein bisschen wie im Klo aufgenommen. Also man hat nie das Gefühl, wenn die draußen sind auf diesem Kreuzfahrtschiff, dass das wirklich draußen aufgenommen wurde, auch wenn man ganz viele künstliche Geräusche dazu gesetzt hat. Das fand ich schon mal sehr negativ. Aber Pumuckl kriegt also jetzt Nachricht von dem blauen Klabauter und damit wir Gustl Beyerhammer aus dem Film haben und er jetzt irgendwie auf das Donauschiff kommt, kommt zufällig die Nachbarin, die man bis dahin nicht kannte, und sagt, ich fahre auf das Donauschiff. Zufall. Und so geht Pumuckl einfach mit. Gustl Beyerhammer ist soweit erstmal weitestgehend aus dem Film raus und begibt sich mit ihr auf das Kreuzfahrtschiff. Und da möchte ich einmal ganz kurz etwas einblenden. Denn wir haben hier einen Kinofilm.
den übrigens tatsächlich Ulrich König drehen sollte. Das ist der Regisseur der Fernsehserie. Der hat allerdings gesagt, das Drehbuch ist scheiße, das mache ich nicht. Und deswegen hat man die Regie an den Kameramann der Serie übergeben und ihm noch jemanden an die Seite gestellt. Und das merkt man. Es wurde hier an allen Ecken und Enden gespart. Also der Mann kann keine Regie. Es wird die Kamera immer in die Ecke gestellt. Also auch wenn Pumuckl nur unterwegs ist, dann steht da eine Kamera. Das sieht fast aus wie ein Standbild, während dann Pumuckl da rumläuft. Aber auch was die Film... Du kannst gleich. Was die Filmmusik betrifft, da möchte ich bitte einmal ganz kurz ein Beispiel zeigen. Und zwar, also ganz ehrlich, das ist keine Filmmusik. Da sitzt Teddy Taste an der Casio und klimpert vor sich hin. Das hat also mit Soundtrack wirklich nichts zu tun. Aber egal, er kommt eben auf das Schiff und ja, diese ganze Geschichte mit dem blauen Klabauter, die wird erstmal in dem 80-Minuten-Film, die gibt nicht genug her. Also kriegen wir dann unter anderem noch einen grimmigen Geschäftsmann, der auf hohe See geht und der eigentlich alles scheiße findet. Und den ärgert der Pumuckl, indem er ihm die Würstchen dann mal von links nach rechts packt, was nicht wirklich witzig ist. Dann gibt es den Steward, der will aber die nette Tochter haben. Aber eigentlich ist der Typ ein Unsympath, weil der Schiffskoch, der aussieht wie, ja, wie der typische, wie auf der Pizzapackung von der Discounter-Pizza, mit so Schnauzbart und dieser Mütze die ganze Zeit rumhält, der ist auch verliebt in sie. Das spielt eigentlich wenig bis gar keine Rolle für den ganzen Film. Und der rettet Pumuckl aus dem Kühlschrank das Leben und kann ihn fortan sehen. Aha. Ja. Irgendwann bringt er ihm dann das Schwimmen bei, damit er nicht ersauft. Dann trifft er irgendwann auch wieder auf den blauen Klabauter. Dann gibt es noch zwei Kinder, die den Meister Eder, den Pumuckl zurückbringen wollen, weil der Meister Eder, der ist sehr traurig. Der kommt also alle 20 Minuten mal in einer Szene, wo er mal wieder im Wirtshaus sitzt mit seinem Bier. Wunderbar, wenn man gerade einen Herzinfarkt hatte. Er hat bestimmt nur Apfelsaft getrunken. Ja. Und das Ganze geht dann seinen Gang. Tatsächlich muss ich sagen, also Ulrich König, der Macher von der Pumuckl-Serie, fand das Drehbuch scheiße. Dieser Film hat in der IMDb eine 5,2, während die Serie 7,4 hat. Also ich bin nicht alleine, wenn ich sage, das ist zwar ein Kinofilm, aber eigentlich ist es keiner, weil das Ganze ist so lieblos hingerotzt worden. Wolfgang Völz macht einen tollen Job, Hans Klarin ja. Auch wenn mich das damals immer genervt hat, der macht einen ordentlichen Job. Aber alles andere ist ziemlich belanglos und hanebüchen. Und wenn man bedenkt, dass das Ding von 1994 ist, dem Jahr, in dem Disney König der Löwen ins Kino gebracht hat, da fragt man sich wirklich so, welche Eltern waren so gemein und haben ihre Kinder lieber in diesen Film gebracht? Das erschließt sich mir nicht. Der Film ist wirklich meines Erachtens nach, und bitte, es ist nur meine Meinung, das ist einfach kein guter Film, auch kein guter Kinderfilm, weil er völlig zerfasert ist und seine Geschichte einfach nicht auf den Punkt erzählt. Also alle Kinder, die älter als 6 sind und schon Harry Potter gucken dürfen oder Star Wars, die werden euch einen Vogel zeigen, wenn ihr euch den heute zeigt. Zeigt den 4-jährigen Kindern, aber man fragt sich auch, warum? Weil es gibt so viele Millionen bessere Möglichkeiten. Ja, ich habe fertig. Ich wollte im Prinzip nur zustimmen. Das waren teilweise wirklich Standaufnahmen. Ja, so ist es lieblos gefilmt. Also ich weiß, Animation ist schwer und auch wenn man quasi besonders schwer ist es natürlich halt Animation in echte Aufnahmen reinzubauen. Ne? Also wo ich denke, okay, das ist definitiv kein Roger Rabbit hier, was wir hier haben. Nein, nicht ganz. Man sieht das wirklich schon daran, dass die wirklich 90% der Aufnahmen, wo Pumuckl da ist, sind halt Standaufnahmen. Und zum Schluss habe ich das Gefühl, also entweder hat irgendjemand drauf geguckt und sagt, oh, ein bisschen Budget haben wir noch übrig, da können wir noch was machen. Zum Schluss kommen ein paar Aufnahmen, wo sich tatsächlich die Kamera auch bewegt und Pumuckl sich mitbewegt. Sieht aber auch ein bisschen hakelig aus. Aber alle die ganzen Animationssachen, es ist einfach nur, Pumuckl ist einfach nur im Bild drin und man sieht halt, wie er wirft keinen Schatten. Er sieht auch erschreckend zweidimensional aus, und, wie ich finde. Ja, und die Perspektive stimmt meistens nicht, ne? Hast du ja auch gesagt. Ja, das fiel mir auch direkt auf, dass er, man sieht es hier auch in dem Bild, er hat keine Schattierung, es ist ja alles, hat die gleiche Farbe. Das ist nicht die aufwendigste Animation. Sie hat aber ihre besseren Momente. Aber das zieht sich eben durch den ganzen Film, dass es nicht aufwendig gemacht ist. Was du über die Musik gesagt hast, da kann ich nur zustimmen. Da haben wir uns die ganze Zeit auch drüber aufgeregt. Das war mein größter Aufreger, weil es echt alles aus der Dose kam.
Vielleicht, weil wir Musiker sind, aber ich habe echt wirklich gedacht, wow, das ist ja, echt... Aber 1994 mit sowas um die Ecke zu kommen, das ist... Als Film-Soundtrack? Nee, also fürs, ne? Für einen Kinofilm. Ja. Naja, auch so finde ich das einfach... So, da dachte ich auch, da hat man auch wirklich die Knappheit des Budgets bemerkt, weil man kann es wenigstens noch gut mischen und nicht mal das war so. Das wirkte für mich, ich habe noch zu Lars gesagt, es wirkte für mich wie das Demo des Soundtracks. Okay. Stimmt, ja genau. Es ist ja auch so, wenn man bedenkt, dass der hat ja keine 3 Jahre Produktionszeit gebraucht. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass die wirklich 3 Jahre brauchten, um das fertig zu produzieren. Nee. Das sieht für mich eher so aus, dass sie das Ding gedreht haben und dann gesagt haben, um Gottes Willen, was haben wir da gemacht, was machen wir damit? Und lange, lange überlebt haben, bis sie gesagt haben, okay, wir müssen ja irgendwas rausbringen, wir müssen ja das Geld wieder reinbringen. Aber die müssen sich unschlüssig gewesen sein. Ja. Ich weiß nicht. Also, das wäre ja dann auch eine größere Hauptrolle dann für Gustl Bayerhammer gewesen, wenn sie in 91 schon rausgebracht haben. Sie haben es ja 91 gedreht, da konnte er ja schon nicht mehr. Achso, da war er schon so krank. Da war er so krank. Also, deswegen konnte er sich aber nicht mehr nachsynchronisieren, weil er 93 gestorben ist. Und die haben die Synchro erst hinterher gemacht. Ging es ihm zwischendurch nicht vielleicht besser? Da hätte man doch was nachdrehen können. Ich glaube, die wollten einfach nicht noch mehr Geld investieren in den Kram. Also das Ding ist auch, dass 1994, es kam zwar dann 1999 nochmal eine Serie, ja. Natürlich dann ohne Gustl Bayerhammer, mit diesem Schiffskoch, aber die große Pumuckl-Zeit war vorbei. Ja, ich weiß, RTL bringt jetzt Pumuckl zurück mit der Stimme von Hans Klarin aus der Retorte. Die Frage ist, wofür? Weil ganz ehrlich, die 4-Jährigen, die sich das heute angucken, die kennen Hans Klarin nicht. Die wissen nicht, dass das nicht Hans Klarin ist, wenn das jemand anderes sprechen würde. Das ist auch so eine Sache, wo man eigentlich nur die Eltern anspricht. Und die alten Boomer, denen das Herz bricht, weil sie den Pumuckl sehen. Ich finde übrigens auch interessant, dass man den Film, das ist zwar lieb gemeint, man startet diesen Film für kleine Kinder mit einem Nachruf auf Gustl Bayerhammer. Da sitzt dann Pumuckl und sagt dann, ja, das ist prinzipiell für uns süß, dass da Pumuckl sitzt und sagt, der Film ist für dich. Und das wird aber bei vielen kleinen Kindern, die mit dem Tod noch nicht konfrontiert werden, Fragen im Kino aufsetzen. Das hätte ich am Ende, ans Ende gesetzt, weil es wird viele Eltern gegeben haben, die dann in Diskussionen, weil ich weiß, wie meine Tochter in dem Alter mit dem Tod umging. Das war für sie... Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, weil du siehst den Pumuckl da halt auch weinend sitzen. Richtig. Und ich dachte, oh Gott. Ja, und so startet das Ganze. Und ich denke so, hätten die das nicht ans Ende setzen können? Oder keine anders? Ahnung mehr, so, gewinnt mit meinem Freund, ey, da mach's gut, mein Freund. Irgendwas, irgendwie so ist ja positiver gewesen. Ja. Positiver, da dachte ich, das hat mich auch kurz ins Herz gestochen, tatsächlich. Ja, ich fand das eben unpassend für kleine Kinder. Weil das ist ja nun wirklich ein Film, der ist auch, wie gesagt, wenn die 50-Jährigen im Forum und so sich wieder auskotzen werden, was das für ein toller Film aus ihrer frühen Jugend ist. Er ist ja nicht für die gemacht, er ist für kleine Kinder gemacht. Er ist ab FSK ab 0. Gut, 0-Jährige gucken keine Filme, aber sagen wir, meine Kinder waren mit 4 das erste Mal im Kino. Und die haben mit dem Tod noch so ein bisschen ein Problem, gerade wenn es dann darum geht, dass denn der Meister Eder, den sie ja nun lange ins Herz, dass man den als... Der ist jetzt bei den Maden. Was? Jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so ausdrücken. Du musst es ja nicht ausdrücken, kannst ja sagen. Ja, aber es ist ja. Aber ich verstehe, weil die FSK ja eigentlich auch wirklich ein großer Teil, der, was die FSK macht, ist ja auch zu gucken, ist das für das Alter verarbeitbar? Ja, ist es ja eigentlich. Aber diese Szene eben finde ich ein bisschen fehl am Platz. Aber ja, das gehört ja mit zum Film. Also hätte man das eigentlich auch mit beeinflussen. Ja, aber das ist nicht Sache der FSK zu entscheiden, ob die Eltern den Kindern das mit dem Tod schon beigebracht haben. Nee, auf der anderen Seite versucht der Klabauter ja Pumuckl auch zu töten. Ja, in dem gut, Sinne. Aber es ist ja mehr Kanzlerin-Töter. Ja, aber da musst du ja trotzdem den Tod schon irgendwie erklären. Ja, gut, aber das hast du ja. Ja, aber es ist was anderes. Auch in Disney-Filmen ist der Tod allgegenwärtig. Bambi und Co. Die sind auch alle ab null. Aber es ist was anderes, wenn eine fiktive Zeichentrickfigur ermordet werden soll. Oder wenn es heißt, du, der Meister Eder, der ist nicht mehr. So, das ist dann so ein bisschen. Es ist vor allem dann der Bruch mit, es ist ja der Schauspieler gestorben. Ja, eben. Es ist wirklich einer gestorben, nicht im Film einer gestorben. So, die meisten Kinder können noch differenzieren. Ja. Aber das ist für mich, wie gesagt, alles irgendwie ziemlich. Naja, auf jeden Fall fand ich den Nachruf ganz süß. Ob das nun am Anfang oder am Ende ist, gut, das kann man sich jetzt überstreiten. Im Prinzip fand ich die Idee gar nicht schlecht, mal den Pumuckl auf einer anderen Ebene zu zeigen, als nur in der Werkstatt. Also ich dachte zuerst, ja, warum nicht? Warum soll der nicht mal aufs Schiff? Er ist ja nun mal ein Kobold und er spricht auch immer davon, dass er vom Schiff kam und sowas alles. Das hätte ich mir auch im ersten Film gewünscht. Dass mal erklärt wird, wie der überhaupt in die Werkstatt von Meister Eder gelangt. Mhm. Der ist ja auf einmal da. Und da hätte ich mir gerne so ein 5-Minuten-Ding gewünscht, wo gezeigt wird, der Pumuckl kommt jetzt vom Schiff
und ist jetzt neugierig, lernt jetzt die Stadt München kennen und geht da so ein bisschen durch die Gegend und dann entdeckt er auf einmal die Werkstatt von Meister Eder. Das hätte ich mir im ersten Teil halt gewünscht, ja, aber dass das da halt so halt ein bisschen erklärt wird. Halt, war es ja nicht, es waren ja nur Fernsehszenen. Nee, ja, aber das hätte man ja, ja, so drehen, ja, können. Halt, ja, klar. Ne? Aber gut. Ja, und dann, ja, der Film, es ist ein Kinderfilm, ja, wie wir schon alle sagten. Ja. Ja, aber auch da gibt es doch 1000 bessere Alternativen. Ja, natürlich, ne, klar. Hier werden natürlich vor allen Dingen die Pumuckl-Fans angesprochen, ne, die... die natürlich dann sagen, oh ja, Pumuckl im Kino und dies und das. Ne? Und ich habe dann auch schnell gemerkt, ja, es ist, Pumuckl ist mir doch wesentlich lieber, wenn es doch in der Werkstatt spielt. Ne? Ich dachte zuerst, die Idee gar nicht schlecht, ja, mal auf dem Schiff. Ne? Aber das mit dem Schiff ist dann auch irgendwie schnell auserzählt, weil da im Grunde genommen auch nicht sehr viel passiert. Nein, es passiert nichts. Ich finde, Wolfgang Völz macht seine Sache hervorragend, ne? Aber wie immer, so wie wir ihn kennen. Aber es taucht ja auch viel zu selten auf. Ja, aber die Stimme passt halt zu dem Kobold da. Die ja, der war ja auch so ein exzellenter Synchronsprecher. Ja. Ich habe ihn als Captain Blaubeer immer so Captain unglaublich Blaubeer geliebt. Oder ich habe ihn als Otto geliebt, von Captain Future natürlich. Ja, ne? Das war ja, ja, ja auch Serie. Ernste Sachen synchronisiert. Mhm. Ja, auch ja? Ernste Sachen. Bei den Horrorameisen ist er als Sheriff dabei. Stimmt, ja, ein toller Sprecher. Nein, war ein super Sprecher, um Gottes Willen. Ja, ja. Ja, er schaut ja auch als Schauspieler kurz auf. In der völlig, was völlig ja, banal ist. Wo du denkst so, was soll denn das jetzt? Ja. So, sollte das jetzt witzig sein? Das ist mein großes Problem. Weil Kinder haben Spaß im Kino, wenn es witzig ist. Aber hier sind nicht mal die Streiche witzig. Du sagtest, am Kino ist da ziemlich gefloppt dann, ne? Oder was? Das weiß ich gar nicht, so, keine Ahnung. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele reingelaufen sind damals, ja. 94. Ja? Also, ich mische mich einfach mal rein. Ja, mach das. Ich habe ja Pumuckl als Kind nur so nebenbei mitgekriegt. Das war nie, was mich so richtig interessiert hat. Das lief bei uns zu Hause meistens so nebenbei, so wenn der Fernseher halt lief. Und meistens waren meine Eltern mehr entzückt von dem Pumuckl als ich. Das hat, weil die wahrscheinlich damit aufgewachsen sind. Vielleicht. Wie alt ist das denn? Weiß ich gar nicht. 81 ging das, glaube ich, los mit der Serie. Meine Eltern sind ein bisschen älter. Aber ich glaube, gerade meine Mutter fand das eigentlich ganz niedlich, die Sendung. Ich hatte also persönlich gar nicht so richtig den Bezug dazu. Ich habe erwartet, dass ich den hasse. Und ich persönlich, also du hast recht, technisch finde ich auch nicht wirklich, dass das ein Film ist, der wirklich mit Kinofilm, was weiß ich, Ghibli, Disney, so. Pff. Ja. Also kein Vergleich. Also wenn man ihn von dem Punkt so ein bisschen anfasst, das ist mehr so fluff. Also ja. So, das will nichts groß anspruchsvolles sein, es will nur niedlich sein. So, wenn man es von dem Punkt betrachtet, so denke ich mir, mein Gott, ja, lass es das sein, was es ist. Und ich persönlich mag dem Film gern zugestehen, dass ich ihn hier und da doch etwas niedlich fand. Und ich zumindest den Punkt, weil ich habe echt erwartet, dass mich das zu Tode nervt. Und da waren aber dann doch so Momente, wo ich dachte, oh Gott, das ist echt süß. So der italienische Koch, den du erwähnt hast, der kocht halt Pumuckl auch immer Essen, macht ihm dann so einen kleinen Burger, gibt ihm so ein kleines Ei. Und das wird nicht mal erwähnt, das ist nur da im Bild. Also so kleine Tropfen Liebe ist irgendwo dann doch da sich reingemogelt. Ja, aber das reicht ja nicht für den Film. Oder? Das reicht ja aber nicht für einen Film eigentlich. Ich finde auch nicht, dass das ein guter Film ist, technisch gesehen. Aber keine Ahnung, ich mochte das ansprechen, weil ich dann doch dachte, so, es ist im Kern total unschuldig. Und ich mag nichts hassen, was unschuldig ist. Hassen ist auch nicht. Ich glaube, man sollte nicht den aber Fehler machen. Ich verstehe deinen Punkt, ich finde auch nicht, dass es ein guter Film ist. Ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, das mit Disney zu vergleichen. Weil Disney hat ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ja, naja, wenn du immer schon gehabt hast. Es ist halt fluff. Es ist halt totaler fluff. Es ist halt. Das Ding ist eben, wenn das jetzt ein Fernsehfilm gewesen wäre. Kein Problem. Mhm. Aber wenn du ins Kino gehst, dann zahlst du für Pumuckl das gleiche wie für König der Löwen, der zeitgleich lief. So. Die Kinokarte kostet dann trotzdem 12 Mark damals. Mhm. So. Und wenn du dann das serviert kriegst, wo man im Endeffekt mit nichts und auch diese Geschichte von dem blauen Klamauter, der auch nicht wirklich erzählt, weil das ist ja, also der Film dümpelt ja 50 Minuten rum in Gefilden, wo man denkt so, was will er mir denn jetzt eigentlich erzählen? Dann gibt es diesen grimmigen Typen, der dann irgendwie diese Nachbarin kennenlernt. Das spielt irgendwann gar keine Rolle. Da gibt es diese Liebesgeschichte mit dem Stuart, der irgendwie fast gar nicht mehr auftaucht plötzlich so. Der als der böse Stuart aufgebaut wird, aber nie wirklich böse ist, der macht ja auch nichts. Das sage ich ja auch. Also da habe ich dann doch schnell die Werkstatt wieder vermisst, wenn er den Kunden dann Streich spielt oder dann da irgendwelche Werkzeuge versteckt oder irgendwas. Das ist dann doch ein anderer Schnack halt. Mich hat der Film aber deswegen sehr interessiert, weil ich den Film vorher noch nie gesehen habe, also das erste Mal.
ich bin ja, wie gesagt... Willkommen in meiner Welt. Nee, wir waren große Fans. Also wir haben die Serie damals wahnsinnig gerne gesehen. Und auch, wie gesagt... Dann lass mich doch mal fragen. Warum mochtest du Pumuckl als Kind? Als Pumuckl, also Pumuckl fand ich witzig. Fand ich wirklich witzig. Tatsächlich als waren... Als Kind. Nee, weil das waren lustige Streiche, die er teilweise gemacht hat. Da gibt es zum Beispiel auch eine Folge, die Frank Buttermann ja auch mal angesprochen hat. Der große Krach. Das ist eine sehr, sehr ernste Folge, wo sich Meister Eder und Pumuckl furchtbar in die Haare kriegen, weil Pumuckl da ein Kettchen geklaut hat und Meister Eder da wirklich um seinen guten Ruf bangt und ihn dann tatsächlich wirklich vor die Tür setzt und wirklich rausschmeißt. Und das ist eine Doppelfolge. Also das ist eine der sehr, sehr spannenden Folgen, die auch wirklich ein bisschen traurig ist, weil Pumuckl kommt mit der Situation ganz, ganz schlecht klar. Und Meister Eder kommt mit der Situation ganz, ganz schlecht klar, weil er jetzt auf einmal allein ist und Pumuckl genauso. Er muss sich ein neues Zuhause suchen und so. Und das war irgendwie eine interessante und eine schöne Serie. Das war halt, man darf nicht vergessen, damals gab es nicht viel. Also man hatte nicht irgendwie Kika oder irgendwelche oder RTL 2. Es gab für Kinder nicht viel. Also wir hatten den Standard, Pinocchio, Heidi, Sindbad, ja. Aber das lief einmal die Woche. Alles einmal die Woche. Naja, es muss ja nicht nur sein, dass ihr wenig Auswahl hattet. Also es kann hatten auch sein, dass es trotzdem... Nee, es also war auch nur liebevoller deswegen gemacht. Oder gab es auch Sachen, die es war halt auch liebevoller haben. Gemacht. Also natürlich, wenn er jetzt sagt, das ist spannend, dann haben wir das als Kind gesehen. Ich fand Pumuckl als Kind, wie gesagt, auch toll. Deswegen hat es mich interessiert. Aber das da hätte ich als Kind... Ja, es ist halt totaler Fluff. Das hätte ich als Kind auch nicht toll gefunden. Weiß ich nicht, wie ich da jetzt als Kind reagiert hätte. Ja? Ich habe ihn halt gesehen, dachte ich, ja, okay. Aber ich habe schnell gemerkt, ich merke schon, ja, da fehlt erstens Meister Eder, da war viel zu wenig zu sehen. Das ging aber er ist ja krank anders. Gewesen, klar, ja? Es ging nicht mehr, klar, keine Frage. Und ich habe die Werkstatt einfach auch vermisst. Das mit dem Boot, das hätte man mit dem Schiff, das hätte man vielleicht 20 Minuten machen können. Die Werkstatt gab es ja auch gar nicht mehr. Also das, was du da in der Werkstatt siehst, ist ja auch eine völlig andere Werkstatt. Ja gut, da hätte man aber vielleicht eine andere Werkstatt nehmen können oder irgendwas. Ja, jedenfalls, das mit dem Schiff war nachher für mich etwas belanglos. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Film mich gelangweilt hat, ne? Weil ich doch als Pumuckl-Fan doch neugierig war, was da jetzt passiert halt. Ne? Und ja, mein Fazit ist ja... Ist ein Kinderfilm halt nett, ne? Und ja, es muss nicht Kinderfilm sein, es ist halt Fluff. Ja, ich hätte ihn mit meinen Nichten noch im Kino gesehen. Ja, mein Gott, alles okay. Ne? Aber so großer Spielfilm, so Nein, großer Spielfilm ist es halt nicht. Nein. Nee, aber war okay für mich. Alles gut. Die Folge, die du hast. Mich nicht gequält. Ne? Was du angesprochen hast. Neuester Standard hat mich nicht gequält. Hat mich gequält, so wie Christian. Die Geschichte, die du angesprochen hast, auf der es ursprünglich basiert, die klang eigentlich viel, viel interessanter. Natürlich schade, dass das nicht ging. Ja, aber generell hätte man es ja mehr in die Richtung auch machen können. Der Punkt ist, ja, stimmt. Ja, aber der Punkt ist natürlich, ja, gut, okay, wenn es fürs Kino gemacht werden soll, da könnte man natürlich wieder zurückfragen, okay, muss sowas fürs Kino gemacht sein? Weil es klingt, als wäre es optimal für eine Fernsehserie, die einmal die Woche läuft. Aber wenn man sowas fürs Kino macht, dann muss natürlich schon was drauf sein. Also man kann nicht einfach einen Kinofilm machen, der dann auch wieder das Gleiche abspult. Und die Geschichte, wie gesagt, die habe ich mir auch durchgelesen, die klang ganz interessant. Da, ich weiß keine Ahnung, ob das ein Spoiler ist, aber der blaue Klabauter ist da gar kein... Was hast du gesagt? Er ist gar kein Bösewicht da. Die Geschichte klang viel, viel interessanter und auch ein bisschen tiefgehender. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hätte halt dieser blaue Klabauter und so weiter so als mehr vom... Ja, ich habe lieber an den Klabautermann gedacht aus SpongeBob. So, dass man quasi mehr aus dem Universum von Pumuckl erfährt. So, was ist Pumuckl? Wo kommt der her? Nix. Also ich könnte mir denken, dass es vielleicht eine Zeit lang gedacht war, dass es doch ein Fernsehfilm wird. Und dann doch einer mutig war und sagte, nö, komm, den bringen wir ins Kino. Interessant ist, dass der ja auch ein Vollbild gedreht ist. Also der ist ja 4:3. Ja, der ist nicht Kino. Wo ich dann dachte so, Format. Ja, das stimmt. What? Ich wollte gerade schon sagen, Schatz, weil du fragtest, muss das ein Kinofilm sein? Eines deiner ferngesehenen Views damals war zu Lenzen der Film. Ja. Muss ich mehr sagen. Alles kann ein Kinofilm sein. Wir hatten hier ja auch schon die Ludolfs. Ja, danke auch nochmal dafür. The sky is the limit. Nee, aber der Nostalgiefaktor ist auf jeden Fall da bei Pumuckl. Also das muss ich ganz klar sagen. Ja, aber nicht mal bei den Kindern heute. Also deswegen ist, worüber reden wir für hier? Für die Mario-Kinder. Ja, für die Mario-Kinder, genau. Aber wir reden jetzt ja hier von in der Sendung, wo ja nun keine 5-jährigen Abonnenten sind. Wir reden von Leuten, die entweder Kinder haben oder eben auch nicht haben. Und ob man den Kindern heute noch diesen Film zeigen muss, ich denke nicht, weil die Auswahl an
wesentlich besseren Sachen ist einfach so riesig. Ja, du packst die Leute halt bei ihrer Nostalgie, ja? Da werden sie halt zickig. Ja, aber das ist, aber eben die Nostalgie haben ja diese Kinder nicht. Ja, ja, aber die früher Kinder waren, die, ja, aber die das damals geliebt haben. Kinder von heute sind natürlich anderes super, gewöhnt. Aber davon deswegen muss man jetzt also heutiger Standard ist es nicht mehr unbedingt. Ja, sie dürfen, es darf ja auch jeder toll finden. Ne? Lieber Frank Butters. Ne? Ich finde aber auch den Gedanken witzig, dass die irgendwie Eltern das ihren Kindern zeigen und so völlig so, ah, oh, ich liebe das, meine Kinder lieben das auch. Und dann, ich habe es also wie Ententanz. Dazu muss ich was sagen. Ich habe damals, als meine Kinder so, was weiß ich, 4, 5 waren, habe ich ihnen Pumuckl gezeigt. Das hat 2 Folgen angehalten. Dann haben sie gesagt, bitte nicht mehr. Das kann jetzt. Die wollten das nicht gucken. Die wollten das partout nicht gucken. Die wollten dann doch lieber wieder ihren, was immer sie da geguckt haben. Na gut, wenn wir schon dabei sind. Pumuckl ist ja auch eine sehr eigentümliche Art. Das ist also eine gemütliche Art. Und ist tatsächlich auch mehr eine Art an Serie, die, wo ich auch denke, mehr Großeltern mögen das. Ja. So nicht allzu doll, nicht allzu aufregend, nicht viel so viel Drama, sondern mehr das alltägliche Leben, dem lieben Meister Eder. Ja, der alte Alkoholiker. Na gut, was für eine. Es ist sehr konservativ. Was für eine ausführliche Diskussionsrunde zu diesem. Ja, aber ich war auch überrascht. Okay, das war Pantoffelkino für diese Woche. Das war unser Video-Essay zu Pumuckl. Das war jetzt so offensichtlich. Halt, stopp, halt, halt, stopp, stopp. Wir haben noch was. Ich erfahre gerade, wir haben noch 4 andere. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.